Zuerst wenige Sekunden sind gespielt, Konter der Eisbären und gleich das 1:0. Für ihn ein besonderes Tor. Es ist nicht nur sein zweites Tor in dieser Playoff-Serie, nein, es ist vor allem für den Berliner Kapitän. Davon allerdings wenig beeindruckt. Wir springen einfach mal ganz kurz in die zweite Minute. Auch hier ein Konter und zack, 1:1. Der ersten Treffer in den Playoffs 2016. Der Querpass kommt von Alex Weiß. Eiskalt auch hier abgeschlossen von Latta. Es entwickelt sich eine starke Partie mit Riesenchancen. Was für ein Safe hier von Gustav Wesslau gegen TJ Mulock. Und Usman ist weiter gefordert. Wieder ganz klasse Safe des Schweden. Die Eisbären mit mächtig Druck. Wir sind immer noch im ersten Drittel. 1 heißt es nach dem ersten Drittel. Ist für Köln Schlagschuss von Alexander Weiß. Dann wieder knapp nur am Tor vorbei. Umicevic. Zahl. Scheibe ist an der blauen Linie, kommt vors Tor und landet im dann auch er mit seinem ersten Treffer in den Playoffs. Genau so muss das laufen. Die Kölner nochmal mit einer 20 Minuten. Da nochmal Kölner Druckschuss von Fredrik Eriksson. Dann die 42. Minute, das 3:1. Busch zeigt noch an. Guck hier habe ich ihn getroffen. Es ist wieder Verkehr vor dem Tor von Gustav Licht. Und das nutzt Busch zum 3:1. In einer 5 Minuten nach dem 3:1 die Eisbären mit der Entscheidung. 4:1 für die Eisbären, die Kölner in dieser Szene. 13 Minuten Möglichkeit für die Haie ist richtig dick. Patrick Hager auf den wiedergenesenen Ryan Jones. Vehanen rutscht die Scheibe durch, aber er behält. Es gibt sogar noch eine Gelegenheit für ihre Mannschaft nach Kölner Fehler. Tellexen mit dem Querpass 1:2 in Führung.